Da sehen wir eine grosse Königslibelle. Und zum Vergleich hier eine blaugrüne Mosaikjungfer. Die Königslibelle, das ist die grösste Libelle in Mitteleuropa. Die Flügelspannweite, die kann bis zu 11 cm sein. Was man viel sieht, dass Männchen ihres Revier verteidigen, wenn sie so ganz schnell rumschwirren. Sie tun da so andere Arten vertreiben. Sie wollen einfach ihr Revier verteidigen. Und das ist unser Hauptdarsteller für den Rest des Films. Das ist eine Feuerwanze. Genau. Und wir sehen, es ist im Frühling. Es ist also eine Zeit für Paarung. Die hier ist auf der Suche nach einer geeigneten Bodenhöhle. Und sie wird zwischendurch wieder gefragt, wo ist Sex? Und sie sagt, nein, noch nicht. Nein, danke. Tut sie Steinchen für den Nerv, um zu schauen, ob drunter ein Loch wäre, was sie brauchen könnte. Die hier, die hat ein Loch gefunden und jetzt tut sie schauen, ob es geeignet wäre für ihre Eiablage. Und auch sie wird gefragt. Und sie sagt offenbar ja. Es klappt gerade. Man sieht sehr schön, wie sie hinten noch mit den zwei Halbschalen zusammenhängen. Und das ist relativ stabil. Und das ganze Paarungsritual kann also bis zu 30 Stunden dauern. Sie war nicht ganz zufrieden mit dem, was sie gesehen hat. Jetzt hier geht sie schauen, ob da noch Platz wäre für jemanden. Und schiebt sie einfach beiseite. Das Männchen, das andockt, hat gerade gar nichts zu sagen. Es wird einfach rumgeschleudert. Ja, ich habe festgestellt, dass Schweine dungen ist in diesem Loch. Aber sie kann noch einmal schauen. Ja, sie muss ganz sicher sein, dass es nicht schon besetzt ist. Und das schleppt sie einfach ab. Wir haben gedacht, das Weibli ist hinten angehängt bei ihm da und tut unten nachher den Boden davor, also die Höhle anschauen. Und wir haben gedacht, dass das Männchen oben nachher die Distanz angibt. Also er lässt sich nicht ins Loch reinziehen, sondern tut sich draussen haben. Und das gibt vielleicht Tiefe, die man da hier ablegen kann. Wir müssen hier überall ein wenig schauen. Feuerwanzen, die haben Stinkdrüsen, die sie absondern. Damit können sie ihre Feinde abwehren. Dann
können sie aber auch so kommunizieren über Pheromone, indem dass sie Futterplätze so immer wieder finden. Und sie tun auch kommunizieren über Pheromone. Sie sind etwa 12 mm lang und sie können nicht fliegen. Also es gibt solche, die können fliegen, aber nicht in Europa. Es gibt ja noch so Wanzen, die in Südamerika einzelne, die können fliegen dort. Ja. Es sind einfach andere Arten als andere Fakten, die man in dem sagt. Hier, so jetzt kommt offenbar die Paarung. Geht es richtig zur Sache. Ja. Jetzt will sie mehr auf die Stanz haben. Oder was? Vogel schleppt sie nicht wieder ab. Man sieht, es sind mehrere, die eine Bodenhöhle suchen. Und diese hier, der muss immer noch geduldig warten. Ich weiß nicht, ob die da unten dort die Wände neu streichen oder was. Also die hat jetzt ein Weile gehabt in diesem Loch. Ich denke, die grabt noch irgendwie. Jetzt hat sie ihn abgehängt. Oh, jetzt ist er verwirrt. Er ist total verwirrt jetzt. Ich kann darüber sagen, dass es nicht alles ist gesehen, offenbar. Die Höhle ist wirklich sehr beliebt. Ja, ich finde es ein kleiner Hammer. Sie hat jetzt einen Ausgraben dort unten und es geht eine andere noch schauen. Das passt ihr natürlich nicht. Aber sie hat sie schlussendlich wieder können besetzen, belegen. Und die schleppt. Es ist gnadenlos, wie sie mit dem Typ umgeht, hinten dran. Sie sucht einfach immer noch die passende Höhle. Ja, ja. Wer muss denn gerne hinten zu laufen? Die Tscheichen sind doch gar nicht für das ausgelegt. Die hat eine Höhle gefunden, die ihr gelegt. Und es war sehr heiß gewesen. Also 30 Grad rum oder was. Und wird immer wieder gefragt. Nein, merci. Aber sie tut jetzt die Höhle, die sie ihr gelegt hat, tut sie mit Steinchen zudecken. Also sie tut beschatten. Und vielleicht auch, dass noch in eine andere Idee Eier legen. Auch sie wird immer wieder angefragt. Nein, es ist gut, du hast gefragt, aber erledigt.
Sie legen etwa 50 bis 60 Eier. Das ist eine Menge, ja? Ja, ja. Aber schön, wie sie das macht. Ich habe gar nicht gewusst, dass solche Pflanzen Brutpflege machen. Und hier sehen wir, sie sind geschlüpft. Das ist, ich weiß es nicht genau, etwa 3 Wochen oder 4 Wochen später gewesen. So etwas. Genau weiß es nicht. Das sind also ganz kleine Larven hier. Die sind vielleicht etwa 3 mm. Ja, nicht wahr. Hier sehen wir, von wo sie sich ernähren, von toten Insekten, das haben sie gerne. Oder eben auch Samen. Wir wissen nicht, was das für eine ist, ob das eine Eiche ist, die sie hier anstechen. So klein wie sie sind. Nein, ich habe es gesehen. Sie hat einfach vorgeschrissen. Ja. Hat die Augen gebrochen. Also sie sind eigentlich Abfallverwerter. Ja. So gesehen eigentlich Nützling. Genau. Sie richten von dem her eigentlich auch gar keine Schäden an. Weiß ich gerade eine Sonnenblume Samen, hä? Ja, er verbleibt ja. Löwenzahn. Hier sind wir ein Jahr später im Frühling. Die haben in einem Laub Asthaufen überwintert und jetzt, wo es wärmer geworden ist, sind sie rausgekommen. Wir haben angenommen, sie hat in diesem Ding, in diesem Haufen, in der Gäre, und da ist Wärme aufgestiegen. Und dann sind sie sich dort aufwärmen. Ja, sie überwintern meistens in ganz grossen Gruppen. Ja, sie leben gerne in Kolonien. Hier sehen wir so einen Baum. Manchmal machen sie so wie Mauerritzen. Überwintern. Genau. Und die Entwicklung dauert eigentlich ein Jahr, bis sie sich 5-mal gehütet haben. Okay. Ganz Baum in Beschlag genommen. Ja. Ja, sie sehen gefährlich aus, aber sie machen nichts. So, das wär's bis jetzt. Bis später. Bis dann.